Hallo Leute, herzlich willkommen zu Bei Henry. Baby. Und diesmal nicht alleine, und zwar habe ich Verstärkung geholt. Verstärkung geholt. Alter. Ja, der war nicht. Der, nee. Ja, auf jeden Fall. Argomuffel? ja, ist heute der Karimba oder der Karimba da? Der Agromuffel, der Elbe, wie immer. Hi. Ach, wir sind ja Menschen, was soll denn die Scheiße? Und einmal den. Oh. Jetzt kommt der große Schuss. Also, immer wenn wir mit Shots BGs gegangen sind, haben wir gewonnen. Ja. Wir laufen, ich weiß nicht, ich laufe geradeaus übers Wasser, ja. Übers Wasser geradeaus? Ja, ja, ich hab Wasserwanne. Also ich laufe jetzt hier geradeaus, ne, hier so, so bis zum Leuchtturm. Dann laufe ich den Berghang hoch. Ja. Geil. Und dann gehe ich hinten drüber. Zur Mine meinst du? Mine. Naja, ich laufe nur übers Wasser. Wer tappt? Ich nicht. Ich bin hier. Ja, Leuchtturm mache ich auch nicht. Meine komplette Anmut ist fertig, wo ihr da gelabert habt und ja. Ey. Wir können labern, so wie wir möchten. Bitte, danke. Florian, du bist ganz normal, ich will quatschen. Ich weiß. John. Locke. Na John, hast du Locke, Locke? Alter. Deine Witze werden immer schlechter. Ich weiß. Komm mal auf mir. Leon, geh mal bitte tappen. Jo. Eigentlich mal so. Okay. Aber durchgehen. Hoffentlich. Wo ist denn die? Da. Ja, das war der erst. Ja. War? Ich bin gestunt. Der Chippy ist doch da. Scheiße. Ich hab's nicht hingekommen. Fuck. Ich bin gestunt. Mann. Du, die ganze Zeit schon gestunt. Doch, zwar die ganze Zeit neben mir und ich bin auch immer tot. Wie, du bist tot? Ja, klar bin ich tot, fast. Nee, du bist doch voll mit Lives. Nein, bin ich nicht, bin halb. Ja, nee, ja. Ich press auch ein bisschen. Ich hab's. Ja, hier ist ein Schurke neben mir, der versucht mir gerade ein bisschen Schaden zu machen. Ja, wir sind zwei, ja. Also Leute, von mir werden da weiß sicherlich nicht viel zu hören kommen. Lass du gerade aus. Jetzt gehen drei auf mir. 4, 5 habe ich jetzt auf dem Arsch. Ja, das schaffe ich nicht. 5 hatte ich auf dem Sack. Ich glaube, man hat die kleinen Kinder gehört. Ich glaube, ich sollte noch Musik anmachen. Wir verkacken halt so ein bisschen. Also bin ich eigentlich Wasserwerke? Leuchtturm. Ja, wo willst du denn sonst sein? Die Mine? Ja, wir haben nur eine Base. So, jetzt wurde die zweite angenommen. Weil Mages, dass sich da drüben nicht einig werden. Das Problem ist damit, bei uns im 7 waren und die da zu 5 auf 2 rumprügeln von die. Das war eben das Problem. Ich bleib einfach mit Pube hier bei Leuchtturm. Ja, einfach treffen. Ich hatte schon wieder Agro. So Agro Muffel und Agro und so. Gut, haben wir. Also wir müssten danach mal kurz warten, weil sonst kriege ich das nicht gebacken. Leon, du gehst mal bitte hier hin. Leon, hier zu mir, wo ich stehe. Stehst
Weil wenn hier ein Paladin kommt oder sowas und seine Weihe schmeißt oder ein Blutdecay sein Blut schmeißt, dann bist du raus aus Vanish. Und bis dahin kommt sie nicht. Verstohlenheit. Genau. Ihr müsst nur aufpassen, wenn ihr über durch die Dings durch rumläuft, durch den Wagen oder so. Kommt. Oh! Ich behalte den Dingens im Target. So wie immer. Und ich hab Agro. Und ich nicht. Oh, ich los, Winnie-Pooh, schaffst du schon? Kannst mich mal. Ja, ich heile. Ich bin jetzt wild immer jetzt unterbrochen werden. Ich meine ja nicht, der Pala. Oh Mann. Winnie-Pooh, komm her. Scheiße. Bitte aufzusiegen. Ja. Ist echt nicht schön. Staubt ihn ab. Komm schon. Ja. Zwei Base halten. Nicht fünf ja. Base von dreien, die wir nicht haben. Richtig, aber zwei Base halten. Lückchen ist wieder. Schon wieder tot. Hm. Auch. Ja, ich hatte das unterbrochen. Das Problem ist, damit irgendwelche an der Walachei kämpfen, man sieht die zwar, aber lass nicht komplett wegziehen aus der Gruppe. Da haben eben zwei Leute außerhalb, komplett aus meiner Range, ich hab's gerade noch so gesehen. Oh, du schaust deine DPS an. Nein. Problem ist, wenn er tot ist. Ja, aber macht trotzdem Schaden. Ja, na sicher macht er Schaden. Aber er macht richtig Schaden. Ja. Wenn ich die richtige Skillung anhätte, dann würde ich auch richtig Schaden machen. Das Problem ist, dass wir wieder eine Base verloren haben. Oh. Und die haben jetzt 160 Punkte mit Einschlag bekommen. Wieder, weil da viel zu viele stehen. Ach, kriegen wir wieder, ja. Muss aber warten, ich kann auch nicht runterzugehen. Mich hauen sie kaputt. Einfach vorbeilaufen. Ich muss da mal schon mal umgehen auf Täuschung. Ja, das hab ich nicht mehr geschafft, gegen zu gehen. Leon, du machst einen Fehler. Warum tust du nicht einfach meine Kopfnuss hinten verpassen? Ganz hinten den hier. Ja, Kopfnuss, dann Nee, Kopfnuss verpassen, abhauen von dem, die eine Kopfnuss hast. Weil der macht doch nichts mehr. Der bleibt doch wenigstens 15 Sekunden einfach nur eine Kopfnuss. So lange nicht. Bis wenn er öfters 7 Sekunden, 8 Sekunden. Problem war eben damit 3 DDs oder 4 DDs auf ja, verschiedene Leute drauf geprügelt haben. Der Heal ist in dem Fall scheißegal, wenn alle 4 DDs einfach nur auf den einen und selben gehen, hat kein Healer der Welt Chance. Das ist das Problem. Man muss sich unbedingt den Heal down kloppen, es reicht, wenn einer down gebürstet wird, ein DD. Was macht ihr hier? Wo seid ihr? Also ich bin noch Leuchtturm, also wir deffen die Base die ganze Zeit. Naja, ist ja richtig, der bekommt nicht zum Deffen. Bei uns sind 5 Leute, die machen so dermaßen Damage, damit ich nicht schaffe, irgendwie einen gegen zu heilen. Ja gut, gegen heilen ja, aber ich bin Omden. Ich bin der Erste im Healen. Und wir haben 2 Heals. Ja gut.
Schafft doch keinen Heiler alleine, geht doch erstmal auf den fucking Heal drauf, bitte! Leon? Tot. Leon? Hallo? Ich muss die Taste drücken, damit ich dich höre. Ja, dann mach es doch mal. Ich gebe dir meinen Tipp, wenn du einen Dot oder sowas drauf hast. Dann geh mal bitte, dann drück bitte Mantel der Schatten und geh Vanish, damit die Scheiße runtergeht. Dann überlebst du auch ein bisschen länger. Weil die Ticks, was du drauf hast, das war unnormal. Das kriege ich nicht runtergeheilt, weggeheilt. Und wie gesagt, bleib mal bitte hinter mir am besten, Leon. Ich bleib jetzt am Deffen, die Schnauze voll. Naja, es bringt ja nicht, wenn wir nur eine Base haben zum Deffen. Wurscht. Helios ist übrigens einer der Favoriten, die ihr bitte so fokussen müsst. Nee, Tassi. 3 DDs auf Tassi und der hat keine Chance, ihn gegen zu healen. Ich zieh sie weg, Leon. Bleib in Vanish. Geh zu Flagge. Versuch mal zu tappen. Mach ich. Bin dabei. Hab ich. Hast getappt? Super, ja. Leon. Jetzt raus. Genau, Kopfnuss verpassen. Ah, den Heal eine Kopfnuss nächstes Mal verpassen. Scheiße. Was denn? Arcan Mage. Arcan Mage macht Bam. Naja, Feuer Mage macht noch mehr Bam. Nein, Feuer Mage macht kaum, macht nicht so viel Bam. Was? Guck dir Schoss an. Ja, der haut mir aber keine 60k Dinger rein. Der haut dir auch 60k Dinger rein, wenn du dich nicht aber nicht mit stellst. Aber nicht mit einem Teil. Immer noch Arena? Wir sind nicht schön, Arena. Dass, ja, schön, dass du nicht Arena wäre. Dann richtig scheiße. Arena ist chilliger. Ist chilliger. Ich auch dann machen, wenn ich voll PvP gear hätte. Da kommt übrigens auch noch ein paar Parts raus. Du brauchst nicht komplett. Dungeon. Wir sind auch keine Dungeon, wir sind im Battleground. Also. Wir machen ein BG. Versuch mal damit Schutz im TS kommt eventuell. Ich hab grad keine Zeit, Lust auf TS. Ihr tut hier deffen, wa? Ist ein Schurke übrigens, ja? Ich hoffe, der schon. Stopp mal bei euch ein kurz. Ja, nö, zu viel. Zu viel? Viel zu viel. Nee, von uns sind zu viel. Da ist noch ein Schurke, Vortex oder so. Bleib mal bei dir. Ach. Und aus dem Grunde werde ich definitiv einen Privatserver nicht verlassen wegen PvP. Wenn ich den PvP machen will, mache ich dann komme ich hierher. Ach, für PvP ist bessere Server. Weitaus bessere. Aber keine 4-3er Server. Selbst Dingens ist so viel. Haben wir schon. Easy. Der Schurke dachte auch gerade, dass das ist. Easy. Peasy. Alter, 4 Mage auf einen Haufen. Ihr seid 4 Mages und 2 Schammes. Oh, oh, pass auf, pass auf. Vinny wird angegriffen.
Dortmund schon wieder. Ich nicht. Ich komm nicht raus. Jetzt. Haben wir schon. Oder auch nicht. Was macht der? Uff. Weg. Scheiße. Bam. Wo willst du? Achso, nee, das war's nicht du. Tschüss. Bis nächstes Mal. Dankeschön. Alter, Vinny ist gut, Alter. Unser best friend. Also, der hat mir schon öfters mal wieder... Also, der hat mir auf hinterher das Let's Play nochmal persönlich reinziehen. In dein Ernst? Ja. Und dich ablachen, wie schlecht wir sind? Boah, ich wette mit dir, mein Vater, dass ich das an. Muss ja, ach so, da ist er ja noch. Ich bin genacknackt. Genacknackt? Scheiße. Sehe ich gerade. Sind zwei. Boah. Ist gerade gestorben? Ja! Scheiße. Hab ich gar nicht gesehen, Alter. Der hat auch Damage gemacht, übelst dich. Der, also der eine, der hat mich ran, immer rangezogen und der hat mich dann wieder zu sich rangezogen. Ich hab nichts ausgehalten. Was hast du für G-Anliegen? Was? Was du für G-Anliegen hast? Also Gegensteinstufe? Nein, was für ein G? Hast du das PvP-G-Anliegen? Ich habe bloß ein PvP-Teil, mehr habe ich noch nicht. Boah, also. Ich bin fast gestorben. Ich geb mal, stell ja gleich mal das Blaue her. Okay. Also Leute, kommt noch einer. Fertig. Wir haben es geschafft, Flo. Wir haben erfolgreich gedefft. Ohne. Viel zu viel Damage machen die. Ja sicher, musst bei uns mal gucken, da sind viele Leute dabei, die Low Gear haben. Was Low Gear ist zum Beispiel auch gut für PvE in ist. Warum habe ich auf einmal 114k? Def. Was? Oh ja, ganz schön viele. Aber noch sind die Hoffnungen nicht verloren, Leute, also schön dranbleiben, nichts überspringen. Nicht? Warum nicht? Nee. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange der Let's Play Part schon ging. Na bestimmt schon eine halbe Stunde. Oder? 18 Minuten. Oh. Bis jetzt. Doch, okay. Wenn die 403er Gear Anliegen haben, dann können die dir auch mal 70k Krits reinkloppen. Nein, können sie nicht, weil ich über 3k Abhärtung habe. Ich habe dem einen vorhin, der hatte knapp 400k Life, der Bär, da habe ich vorhin 40k Krits reingekloppt. Ich habe eine Schadensverringerung von 35%. Jetzt rechne mal die 35% auf 60k Non-Crit rauf. Weißt du, was das ist? Das wäre eine 90k Schelle. Das wäre fast instant. Und das ist unnormal. Vor allem nicht, wenn einer nicht komplett Cutter ausgeht. Du willst mir nicht sagen, damit eine Mage mit 117k Lives komplett Cutter hat. Das kannst du vergessen. Der hat noch nicht mal 390er Gear komplett an. Deswegen meine ich ja, das ist zu viel Damage. Ob es eine Frost Mage ist, ob es eine Feuer Mage ist oder Arcana, das spielt keine Rolle. Einfach zu viel Damage. Es kommt zu viel Damage rüber. Ich hab bis zu zwei Tode. Nicht mehr. Ja, die deffen einfach nur noch. Geil. Zwei Tötungen. Der Hyos zum Beispiel, der Pala. Okay. Geht ja noch. Bei denen auf der Seite da, Hyos einfach. Der ist auch von mir in der Gelle drin. Mann, Flo, sei doch nicht mal so aufgeregt. Ich bewege mich einfach nur so, damit mich ein Schurken nicht stunnen kann, also kopfnüssen. Okay. Klar hat er noch Freiheiten, nicht zu kopfnüssen. Ich weiß. Jetzt müsstest du dich immer drehen. Die ganze Zeit. Wie drehen?
Dem Hyros habe ich um in den Genschnell reingeschrieben, halt die Fresse. Nur weil er jetzt gerade gewinnt. Arkanschaden 47k. Arkanschaden 33k, Arkanschaden 30k. Schon bin ich tot. Der castet einmal nur seinen Arkan-Scheiß. Arkan ist aber auch OP, das war schon auf dem Officer. So, verkrüppeltes Gift macht gar nichts an mir, oder? Dings hier. Verkrüppeltes, verkrüppeltes. Sagt ja eigentlich auch. Ja, das macht ja nur Dings. So, Arkanschaden 13k. Verkrüppeln, das gibt es aber Schurke. Das erste ist, dass du das ist, dass du 12%, nein, 50% weniger Bewegungschancen hast. Dieses Gift ist eigentlich daller Quatsch im BG. Was ist Quatsch? Verkrüppelndes Gift. Total fail. Arkanschaden. Du hast gesagt, verkrüppelndes Gift? Ja, warte doch mal, Arkanschaden 75k und das soll normal sein? Nein. Eigentlich nicht. Niemals. Ich hab eine PvP-Chance, also Abhärtung von 23%. Ja, du hast aber noch keine 75k gefressen. Das, doch, ich hab immer 45k gefressen. Ein Hit. Ja, ich rede von ein Schlag, 75.000 und ein Schuss von Arkan. Deswegen sage ich ja, das ist unnormal. Und ich habe über 3.000 Abhärtung. Also ist hier Arkan auch verbuggt. Weil auch fast auf jedem Server ist Arkan-Mage verbuggt. Das ist aber, warum so viele Arkan-Mage machen. Normal. Boah, da muss ich mir schnell mal einen Mail schicken. Dann sollen sie doch sagen... Warum denn Leute Feuer oder Frosch Feuer oder Arkan spielen? Arkan Snowt einmal, du kommst an den Gegner nicht schnell ran und das zweite ist, die machen uns Aua. Ja, zum Deffen ist eine Frostmatch besser. Aber wenn ich eine Frostmatch habe, die spielen kann, die mir stehen bleibt, ist es kein Problem, weil die nie an mir rankommen, die Mele, weil die anderen dauergefrostet sind, bis auf dem Boden. Sehr, sehr gut, das Let's Play, Leute. Also da kommt Bolting. Ja, wir machen halt gar nichts mehr. Ne? Wir haben verloren. Wo war er? Warum? Na und? Die brauchen doch nur 400. Ich hab mal schon. Soll ich an der Base bleiben? Ja, bitte. Ist egal, was du machst. Du kannst auch weggehen. Ihr könnt die Base die geben, dann geht's schneller. Warum ihr jetzt noch probiert, da irgendwas zu machen. Die halten die Base und das ist gut. 47. Also ich bleib jetzt am Leuchtturm, gehe ganz schnell AFK, weil sonst pissen wir in Hosen. Dann hält 1720 auf 2000, funktioniert eh nicht. Übrigens ist das buggy auch, ne? Das BG ist schon buggy. Aber es sind 1600. Ich hätte schon längst gewonnen. Komm mal her. Wo bist du denn? Einmal weiter rundweg. Was machst du da hinten? Also laut Google dürfte er bei 3,3k als Arkan-Match komplett Kata mit 397 Gear dürfte er maximal an mir mit Arkanen Schlag oder was es ist, was er da durchcastet, maximal 75k Damage machen.
So, und jetzt sagt mir damit 130k bei 3 Sekunden, also bei 3-mal Damage kriegen bei den Ks normal sind. Ach Mann, die warten jetzt nur ab. Bitte? Laut Google dürfte der, wenn bei 3,3k Abhärtung, was ich habe, und er ein Gear nur von 397 anhat, komplett 397, da dürfte er maximal 75k Schaden an mir machen. Wenn er dein Gearstand hat wie du. Nein, wenn er 397er Gear anhat, komplett. 397er Gear, jetzt musst du dir mal vorstellen, wenn er 403er Gear an hat. Er hat kein 403 Gear an. Klar, dass der Mensch kein 403 Gear an hat. Dann dürfte es maximal 85k sein. Denk mal, dass der Noob Train das ist, ne? Nein, Boeing. Der hat definitiv höheres Gear anliegen. Nein, der hat maximal 397er Gear. Nee. Und auch wenn er komplett die großen Sockel drin hat und selber noch Juve ist, spielt das keine Rolle. Schau dir mal mein Gear an, ich bin jetzt bei 387. Das spielt keine Rolle, weil, musst du mal gucken, PvP Gear hat mehr Ausdauer drin. Ja, aber PvE Gear hat mehr Damage drin. Krass, ich hab PvE Gear anliegen. Jaja. Dann sag ich ja. Lasst mich eben kurz, also Schutz ist raus. Ja, ist klar. Schreibt dir mal bitte eben einer, dass wir das mal kurz warten müssen wegen Skin und Verlernen. Hios schreiben oder was? Ja, in der Gruppe einfach schreiben, dass ich kurz meine Dinge machen will. Gut, ich mach den jetzt meine Abmut. Oh Kreuz, Alter. So, Leute, das war's. Wir sehen uns im nächsten Part von WoW. Tschüss. Ja, tschüss.